Herzlich willkommen bei Energy On, dem Kanal, wo sich alles um deine Lebensenergie dreht. Und deine Lebensenergie ist der Schlüssel zu deinem Wohlbefinden. Ich heiße Cornelia Kavan und ich freue mich riesig, dich wieder mal in meine Welt der Energie mitnehmen zu können. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über das Thema Urvertrauen sprechen. Und ich weiß nicht, ob du dich schon damit auseinandergesetzt hast, mit deinem Urvertrauen. Ich habe das eigentlich ganz lange nicht gemacht. Und erst kürzlich, wie ich dann mal wirklich längere Zeit irgendwie so wie festgesteckt bin und nicht weitergekommen bin, bin ich durch Zufall eben habe ich etwas über Urvertrauen gelesen und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und was ich dabei entdeckt habe, das war wirklich sehr spannend und auch wirklich bahnbrechend für mich selbst eigentlich. Und ich habe da wirklich, ich habe immer gedacht, ich habe ein sehr gutes Urvertrauen und dann habe ich da in diesem Zusammenhang eine Meditation gemacht und da ist mir relativ klar geworden, dass das überhaupt nicht so ist. Und der Grund dafür war, ich habe da eine Szene dann da vor mir gesehen, wie ich als kleines, also als Baby eigentlich, ja, in seinem Kinderwagen liege in der Nacht und in der Küche und schrei und absolut niemand ist gekommen. Und ich habe mich da wirklich total gefürchtet, ja, da waren wirklich Ängste da, ja, kann man wirklich sagen Todesängste, das habe ich dann auch wirklich gespürt und das hat mich total schockiert, ja. Und dann habe ich das eben auch aufgelöst und ich habe dann auch mit meiner Mutter darüber gesprochen und habe gefragt, du, wie war das dann eigentlich? Und sie hat mir das bestätigt. Ja? Und sie hat mir dann auch die Sicht eben aus ihrem Blickwinkel gezeigt, weil sie war damals selbstständig und sie hat einfach jeden Tag einfach arbeiten gehen müssen. Und ich habe in der Nacht ganz oft geweint und sie hat dann einfach nicht schlafen können und sie war am nächsten Tag dann total unausgeschlafen und sie war wirklich müde, erschöpft. Ja? Und daraufhin hat sie mich dann eben ein oder zweimal dann wirklich in die Küche geschoben und dort hat sie mein Schreien nicht gehört und hat dadurch einfach wirklich durchschlafen können. Und es geht jetzt in dieser Geschichte jetzt wirklich gar nicht darum, dass ich da jetzt böse auf meine Mutter bin. Ich habe das ja gar nicht gewusst und ich habe das jetzt auch mit ihr gemeinsam angeschaut. Ich verstehe das auch. Und für mich war das einfach irgendwie klar, das ist so lange her, ja, und ich schleppe das jetzt schon mein ganzes Leben mit mir herum und es war mir absolut überhaupt gar nicht bewusst. Und dann habe ich mir wirklich mal Zeit genommen und mich mit meinem Urvertrauen ein bisschen intensiv auseinandergesetzt, weil ich es wirklich wichtig finde, ja. Und woher kommt denn überhaupt der Begriff Urvertrauen? Und der kommt natürlich aus der Psychologie und bedeutet ja eigentlich eben auch, das Vertrauen und die Liebe, ja, das emotionale Vertrauen in sich selbst, ja, in seine eigenen Fähigkeiten, in seinem Mitmenschen, die Welt und das Leben überhaupt. Ja. Und wir kommen eben mit diesem Urvertrauen auf die Welt als Baby und als Kind oder als Kleinkind verfestigt sich das noch, wenn wir dann wirklich auch ein liebevolles Umfeld haben, unsere Bezugspersonen uns Liebe und Zuneigung geben und eben auch unsere Bedürfnisse stillen, ja, dann wird das auch wirklich gefestigt. Es kann aber auch sein, dass man dann wirklich als Kind ein sehr großes Urvertrauen oder starkes Urvertrauen hat, aber es dann irgendein Traumata im Laufe des Lebens gibt, dass man zum Beispiel in jungen Jahren dann einen geliebten Menschen verliert und dadurch eben diesen Glauben oder dieses Vertrauen in sein eigenes Urvertrauen verliert. Und also ich habe für mich festgestellt, Urvertrauen ist wirklich super wichtig. Und vor allem, wenn man das in der jetzigen Situation anschaut, ja, weil was wirklich das einzige Stetige in unserem Leben ist, ist Veränderung. Und wir können die Zukunft alle nicht vorhersagen, man kann gewisse Sachen planen, ja, aber wir wissen nicht, wie sie es entwickelt. Und für mich ein Paradebeispiel dafür ist einfach, was vor einem Jahr begonnen hat, das war einfach diese ganze Corona-Krise. Unvorhersehbar für die meisten Menschen, sagen wir jetzt mal so. Und ich weiß nicht, wie es dir dann damals in dieser Situation gegangen ist. Ich habe einfach festgestellt, da gibt es wirklich jene Menschen, die einfach wirklich ziemlich locker jetzt mit der Situation umgegangen sind und versucht haben, da das Beste daraus zu machen.
Und auf der anderen Seite hat es die Menschen gegeben, die dann Klopapier gehortet haben und wirklich voller Angst war. Ja? Und das hat mir einfach gezeigt, das sind einfach die Menschen, die wirklich da voll in ihrem Urvertrauen drinnen sind, für die ist einfach das Glas immer halb voll. Und es gibt andere, die eben Probleme mit dem Urvertrauen haben oder eben dann nicht so gefestigt sind, die tendieren einfach dazu, das Glas als halb leer zu sehen. Und ich finde es einfach, ja, eben das Stetige in unserem Leben ist die Veränderung. Und wenn wir da wirklich dieses Vertrauen in uns selber haben, ja, dass es kommt gut, ja, es ist, wenn man es als Chance sieht, ja, für eine Weiterentwicklung und wirklich in sich vertraut, ja, es kommt gut, dann ist das einfach schon mal eine sehr gute Ausgangssituation. Und das andere, wofür ich es finde, wofür ein gutes oder ausgeprägtes Urvertrauen sehr wichtig ist, ist eben auch, dass du Menschen mit einem ausgeprägten Urvertrauen, die gehen einfach für ihre Träume los. Ja? Die haben eine Vision und irgendwann machen die den ersten Schritt und versuchen das wirklich auch umzusetzen. Und dann gibt es immer auch wieder Menschen, die haben auch diese Vision, ja? Die wissen genau, wo sie hinwollen. Aber es hält sie etwas zurück, weil es einfach immer wieder tausend Gründe gibt, etwas auch nicht zu tun. Ja? Man kann noch mehr Informationen sammeln und muss das noch abklären und jetzt geht es gerade nicht, weil aus dem und dem Grund. Ja, und das ist eben auch wieder, wenn du im Urvertrauen bist, ja, ich muss nicht alle Informationen jetzt schon haben, ja, die kommen dann, wenn ich sie brauche, aber ich gehe jetzt trotzdem mal los, dann ist das schon mal eine super Voraussetzung, um wirklich deine Wünsche und deine Visionen und deine Träume auch zu verwirklichen. Und das ist wirklich, was ich eben festgestellt habe, ist eben, dass wenn man Urvertrauen hat, dann geht man einfach davon aus, dass eben die Informationen, die Menschen, die einen unterstützen, dann auch wirklich dann zu einem kommen und dann auch wirklich da sind und es dann auch wirklich weitergeht. Und gerade weil man eben in dieser Energie ist, ja, es kommt, ich kriege die Unterstützung, dann zieht man das mit dem Gesetz der Anziehung natürlich eben auch an. Ja? Du schwingst ja dann auf dieser Frequenz und deswegen kommt es dann auch auf dich zurück. Und ich sehe es immer hier wirklich, dass wenn du dann zurückschaust, ja, auch wenn man manchmal wirklich in Krisen gewesen ist, ja, also bei mir ist ganz, bei vielen Sachen in meinem Leben, wenn ich dann später nochmal auf diese Situation zurückgeschaut habe, dann war ich, auch wenn es in der Situation jetzt wirklich extrem unangenehm war, wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich, das hat doch wirklich einen Grund gehabt und es war auch gut so, wie es sich entwickelt hat. Ja? Und wenn man das, wenn du in deinem eigenen Leben auch wieder mal zurückschaust, auch wenn es mal Krisen gegeben hat, ja, es hat sich trotzdem immer zum Guten gewendet, es hat sich gut entwickelt. Und wenn man, das stärkt natürlich eben auch das Urvertrauen. Und eben auch wenn du dann zurückschaust, ja, auch wenn es mal wirklich in einer brenzligen Situation war, es waren dann trotzdem immer Menschen da, die dich unterstützt haben. Ja, manchmal auch mal Menschen, wo man gar nicht gedacht hat, dass die dann für einen da sind und die waren dann einfach plötzlich da. Und es können auch manchmal unbekannte Menschen sein. Ja? Und schau wirklich einfach mal zurück in deinem Leben. Ja? Auch wenn du jetzt nicht voll im Urvertrauen warst, es hat trotzdem immer wieder Situationen gegeben, die sich dann sehr positiv entwickelt haben. Und allein aus diesem Gewissheit, aus diesem stärkt sich schon das Urvertrauen. Und ich finde, das ist eigentlich sehr wichtig, auch ein bisschen manchmal die Kontrolle abzugeben und nicht alles wirklich unter Kontrolle haben zu müssen, sondern eben auch sich ein bisschen mal auf das Leben zu verlassen, ja, und auch mal sich darauf einzulassen, was kommt denn da dann alles. Ist nicht immer einfach, möchte ich jetzt hier gar nicht sagen. Ich versuche es einfach auch immer wieder jeden Tag. Manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es schlechter. Was ich dir jetzt aber hier auch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist eine super Übung, wie du dein Urvertrauen stärken kannst. Ich mache die jetzt wirklich schon, ja, seit ich mit dem Thema Urvertrauen auseinandersetze, wirklich jeden Tag in der Früh und am Abend. Und ich muss sagen, ja, es macht was mit mir. Also ich sehe gewisse Sachen einfach viel gelassener und ja, ich habe auch mehr Energie.
Sachen eben auch positiver zu sehen. Also ich merke schon, dass sich meine Energie verändert und eben auch meine Frequenz erhöht hat. Ich kann dir nur sagen, probier es aus. Ja? Und die Übung ist eigentlich eine Affirmation. Und ich mache es eigentlich immer im Stehen, ja, weil du kennst mich mittlerweile, also ich kippe ja immer nach vorne und dann weiß ich eben auch, wann der Prozess abgeschlossen ist. Du musst für dich einfach rausfinden oder finde für dich raus, was deine geeignete Position ist, ja, vielleicht auch im Liegen oder im Sitzen, wie es für dich passt. Ich schließe dann einfach immer die Augen, vielleicht machst du jetzt gleich mit. Und dann verbinde ich mich mit meinen Füßen wirklich mit der Mutter Erde, mit dem Planeten, und dann bitte ich die Mutter Erde, dass sie mein Wurzelchakra öffnet. Also das Wurzelchakra steht einfach wirklich für das Urvertrauen, und wenn das wirklich geöffnet ist und die Energie dort fließt, dann sind wir sehr stark in unserem Urvertrauen und auch mit unserem Urvertrauen verbunden. Also, die Affirmation lautet jetzt: Verbinde mich mit der Mutter Erde und ich bitte die Mutter Erde, mein Wurzelchakra zu öffnen, damit mein Urvertrauen erweckt wird. Und dann stelle ich mir vor, wie dieses Urvertrauen, damit dieses Urvertrauen durch all meine Chakren aufsteigen kann, bis auf die Geistebene und sich dort verankert. Und dann verbinde ich mich mit dem Universum, kann man sich auch einen Lichtstrahl vorstellen, und ich bitte das Universum, die Schwingung auf der Geistebene stabil zu halten, damit sich mein Urvertrauen manifestieren kann. Das war es eigentlich schon. Also es geht eben wirklich darum, sich dieses Urvertrauen oder so in allen Chakren zu verstärken und dann wirklich auf der Geistebene, weil mit dem Geist denken wir ja, und er steuert natürlich auch sehr viel bei uns, und wenn wir mit dem Geist im Urvertrauen sind, dann geht einfach gar vieles ganz einfacher. Und diese Affirmation, der hat ein guter Freund, der Stefan Klitsch, zukommen lassen, und ja, ich schwöre auf sie. Ich kann es dir nur nahelegen, probier es aus. Ja. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, das Urvertrauen ist wirklich was Wichtiges, ja. Und einfach dranbleiben und beobachten, wie du dich veränderst und wie sich das Urvertrauen immer auch entwickelt. Und du kannst natürlich eben auch immer mit der Standing-Methode, also mit dem kinesiologischen Muskeltest, natürlich auch überprüfen, wo stehst du mit deinem Urvertrauen. Ja? Also du kannst für dich mal selber rausfinden, was ist dein Ja und dein Nein, ja? Indem du dann nach vorne Entschuldigung, du fragst dann einfach, was ist mein Ja? Ich kippe dann immer nach vorne. Was ist mein Nein? Kippe ich nach hinten. So kann ich jetzt mit meinem Unterbewusstsein sprechen. Und dann kannst du eben auch rausfinden, ja, habe ich 100% Urvertrauen? Also bei mir ist das ein Nein, ich bin noch in diesem Prozess drinnen. Und dann kannst du für dich eben auch rausfinden, ja, habe ich mehr als 50% Urvertrauen? Ja, da gehe ich nach vorne, ist mein Ja. Habe ich mehr als 60%? Auch noch Ja. Habe ich mehr als 70%? Auch noch ein Ja. Habe ich mehr als 80%? Ist noch ein Ja. Habe ich mehr als 90%? Da geht mein Körper zurück. Also wäre ich wahrscheinlich irgendwie so 85% bin ich jetzt in meinem Urvertrauen. Also, ich arbeite noch dran. Es ist mir sehr wichtig. Ich nehme diese Zeit und ich kann es dir nur nahelegen. Es macht wirklich einen riesen Unterschied, wenn du in deinem Urvertrauen bist. Ja. Das Leben verändert sich dadurch, weil sich deine Energie verändert. Und Urvertrauen hat da wirklich eine sehr starke Energie. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Ja. Probier mal, schau mal, wo dein Urvertrauen steht. Lass mich auch wissen. Schreib mir unter die Kommentare, wo dein Urvertrauen steht und ob du diese Affirmation jetzt auch anwenden möchtest, ob du damit herumexperimentierst. Ich kann es dir nur nahelegen, wünsche dir alles, alles Gute und Energy on! Deine Cornelia.